Ja, ein ganz herzliches Willkommen, liebe Medienvertreter, liebe Gäste im Sparkassenforum und im Rothaus-Fan-Treff. Ich glaube, wir mussten alle erstmal ein bisschen durchpusten nach dieser nicht ganz alltäglichen Partie. Sandra Schwarz, unser Gästecoach, lacht schon. Ich glaube, es ging Ihnen ähnlich heute, oder? Ja, absolut. Ich glaube, dass da heute alles drin war. Sehr intensives Spiel und wie wir mit der roten Karte zu Beginn umgegangen sind, war überragend. Muss sein, dass wir dann aus dem Block sehr, sehr gut verteidigt haben und selbst gute Angriffe gestartet haben, konnten immer wieder Nadelstiche setzen. Und wie wir dann den Rückstand umgedreht haben in der ersten Halbzeit zum 2-1, war top, muss ich sagen, war überragend von den Jungs. Und zweite Halbzeit haben wir es uns auch vorgenommen, weiter mutig zu bleiben und uns nicht zu tief hinten reinfallen lassen. Vor dem 2-2 bei der Elfmetersituation haben wir, glaube ich, selbst eine riesen Torschuss zum 3-1 und im Gegenzug was dann aus meiner Sicht ein Foulspiel und daraus resultiert dann die Elfmetersituation 2-2 und ja, das 3-2 war dann aus einem einfachen Ballverlust heraus, wo wir nicht sauber klären und ja, es war sehr, sehr unglücklich aus unserer Sicht heute das Spiel zu verlieren, trotz allem ein großes Kompliment, wie wir mit gewissen Dingen umgegangen sind heute und glaube, dass wir den Frust, den wir heute in uns haben, dass wir den dann morgen, nächste Woche dann im Heimspiel gegen Rostock rauslassen. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch an Peter, an deine Trainerarbeit und glaube, das ist dann auch ja, für euch heute dann endgültig der Schlüssel ja dann war mit den Ergebnissen, was ich gerade sehe. Und dazu großes Kompliment. Dankeschön. Danke, Sandro Schwarz. Peter, den Glückwunsch gebe ich gerne weiter zum Klassenerhalt. Ich glaube, wir mussten das alle erstmal ein bisschen sacken lassen. Kannst du es schon einordnen? Und zweite Frage gleich hinterher. Ich glaube, du wurdest bestätigt in dem, was du in der PK gesagt hast, dass Mainz eine brandgefährliche Mannschaft ist, oder? Das hat man heute gesehen. Erstmal möchte ich dem Sandro, ich denke, wir beide werden heute eine Achterbahnfahrt mitgemacht, möchte ihm natürlich für nächste Woche alles Gute wünschen. Ich denke, dieses Spiel hat alle Trainerfacetten gezeigt, die man so erleben kann, dass man die rote Karte, Rückstand, dann, wie der Sandro sagte, fast das 3-1 für Mainz, dann Elfmeter verschossen, also ich weiß nicht, was alles in dem Spiel drin war. Trainer auf der Tribüne, genau, auch noch, also alles drin und wir beide, denke ich mal, waren insgesamt genauso intensiv beschäftigt, das Spiel während des Spiels zu verarbeiten, wie das die Spieler waren und man muss heute sagen, dass vielleicht hier unterm Strich die glücklichere Mannschaft gewonnen hat. Der Sandro wird mir das verzeihen, wenn ich das sage, das ist mir auch im Moment wurscht. Wir haben jetzt den Klassenerhalt geschafft, das ist für uns primär das Ziel Nummer 1 gewesen. Das Spiel, ja, wie gesagt, es war alles drin und wir konnten sogar das Spiel verloren. Ich denke, Mainz hat sich super angestellt, mit 10 Mann das Spiel offen zu halten und meine Spieler haben dann vielleicht nicht gemerkt, dass man vielleicht, wenn man gegen 10 spielt, noch mehr laufen muss. Wir haben dann noch in der Halbzeit umgestellt auf 4-4-2, um so etwas mehr Druck nach vorne zu bekommen. Heute war es so, dass das dann auch hingehauen kann. Wo ich meine Mannschaft dann auch loben muss, ist, dass sie immer daran geglaubt hat, um jeden Zentimeter gekämpft hat, gute Moral bewiesen hat. Markus Spabel heute als Kapitän hervorragend agiert hat, immer wieder angetrieben hat. Und man muss sagen, wir haben heute auch das nötige Glück irgendwo gehabt, dass wir dann dieses entscheidende Tor mehr machen. Und da können wir uns jetzt drüber freuen und mehr kann ich auch letztendlich unterm Strich dann nicht zu dem Spiel sagen. Danke Peter, ich befürchte auch, dass als Werfernsehen muss die Sendezeit heute ein bisschen ausdehnen aufgrund der Fülle der Ereignisse, die in diesem Spiel mit drin waren. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Hätte mich gewundert, wenn ich. Bitte schön. Herr Vollmann, beschreiben Sie nochmal die Situation in Ihrem Kopf beim 1-2, als eigentlich alles für Sie lief und plötzlich alles gegen Sie lief. Ja, das ist, wie gesagt, das ist schwer zu sagen. Also da war ja so viel der verschossene Elfmeter, das muss man ganz klar sagen, Michael Klausner nicht eingeteilt für den Elfmeter.
Und dabei Royala, der Mika Royala ganz klar eingeteilt für, warum das so passiert ist, kann ich auch nicht sagen. Im Moment auf jeden Fall noch nicht. Und ja, und dann kriegen wir das Tor noch über die linke Seite. Ich denke, Michael Klaus und Thorsten Schulz haben da eben heute schlecht harmoniert. Wir hatten uns eigentlich gewünscht, dass wir über die Seite da was machen konnten, weil wir auch genau wussten, dass die Mainzer Seite da sehr, sehr gut ist. Und wir haben uns versucht, darauf einzustellen, hat nicht funktioniert. Und ja, was... Was denkt man, wenn man mit 10 Mann 2-1 zurückfällt? Das ist dann erstmal der Zusammenbruch, aber wie gesagt, man muss dann eben immer im Sport immer weitermachen und das haben wir auch versucht, aber man bricht natürlich dann auch erst irgendwo zusammen, aber ich glaube, die Spieler haben es heute besser gemacht als der Trainer. Bernd? Vielleicht nachdem gestern der neue Hauptsponsor bekannt gegeben worden ist, heute der Klassenerhalt sichergestellt worden ist, können wir auch einen Blick nach vorne werfen. Ganz schnell natürlich, es bleibt genügend Zeit zum Feiern heute auf dem Frühlingsfest. Aber Herr Vollmann, wie geht's denn weiter? Sind die Weichen für die neue Saison im Hintergrund schon gestellt? Wir versuchen die zu stellen und das ist natürlich schwierig, ja, so ein Spiel jetzt dann schon Auskunft über die neue Saison zu geben. Ich meine, wir haben die Planungen laufen ja etwas länger schon und sie sprechen wahrscheinlich die personelle Situation aus. Wir sind erstmal froh, dass wir einen Hauptsponsor haben und Trikotsponsor, der jetzt bei uns auf der Brust geht. Fantastisches Unternehmen. Und ich denke, dass wir jetzt einfach die Ruhe dann auch in uns kehren lassen sollten, die Dinge weiter so voranzutreiben, wie wir sie jetzt bisher vorangetrieben haben. Wir haben das Einzige, was jetzt ist. Wir sind sicher, dass wir die Klasse halten und wir können den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, die können auch sicher sein. Und irgendwann sicherlich wird jetzt auch in den nächsten Tagen die eine oder andere Entscheidung fallen, sodass wir dann auch so die ersten Dinge vermelden können, die ja für manche mal sehr wichtig sind in personeller Hinsicht. So, wenn alles durch ist, dann sage ich Danke an die beiden Trainer, Sandro Schwarz und Peter Vollmann, unseren Gästen. Toi, toi, toi für den Schlussspurt in der dritten Liga. Und Peter, du gibst jetzt erstmal ein Kaltgetränk von mir zur Beruhigung. Dankeschön. Bis dahin.